Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, welches Make-up man tragen kann, wenn man einen warmen Hautton hat. Und zwar werde ich praktisch alles besprechen, und zwar Foundation, Blush, Bronzer nicht unbedingt, weil die meisten Bronzer sowieso warm sind, sagen wir mal so, aber Lidschatten und Lippenstift auch. Und ja, von daher liste ich alles unten auf in Kapitel. Falls ihr nur Interesse an einem Aspekt habt, ne, könnt ihr unten sehen, wo das anfängt. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ihr kennt ja sicherlich das Vier-Jahreszeiten-System. Das ist ja so eine Art Typberatung, welche Farben man tragen könnte, wenn man eine gewisse Jahreszeit ist quasi. Ne? Es gibt ja Sommer und Frühling, Herbst und Winter. Und das geht ja hauptsächlich um Kleidung, muss man sagen. Also welche Farben man in der Nähe vom Gesicht tragen könnte, sollte. Ich weiß, dass sie auch da Make-up empfehlen. Aber ich muss auch sagen, dass dieses System ja schon schwächelt, meiner Meinung nach. Und ich war erstmal am Überlegen, ob ich ein Video machen sollte, erstmal nur über den Frühlingstyp, welches Make-up er oder sie tragen könnte. Nur, das ist, also ich finde schon, dass es ein bisschen schwächelt, das System, weil, also ganz spontan würde ich sagen, dass ein Frühlingstyp einen warmen Hautton hat, aber ich habe jetzt viel recherchiert, ich bin da kein Experte, wenn es wirklich um dieses System geht, aber manchmal sehe ich Beispiele, wo die Haut tatsächlich nicht wirklich warm ist, also nicht gelbstichig, sondern eher rosa. Ne? Von daher, ich weiß auch, dass es ein 12-Jahreszeitensystem gibt. Das finde ich viel interessanter, ehrlich gesagt, aber das würde den Rahmen sprengen. Von daher würde ich einfach sagen, ich bespreche einen warmen Hautton, egal jetzt ob Frühling oder Herbst, weil das sind die Typen, die hauptsächlich eigentlich einen warmen Hautton haben. Ja, und wie stellt man denn fest, ob man einen warmen Hautton hat? Also man kann ganz einfach hier am Handgelenk gucken, ob man grüne Adern hat. Dann hat man einen warmen Hautton. Wenn man etwas bläuliche Adern hat, dann ist man eher kühl. Wenn das irgendwie hier nicht zu sehen ist oder durcheinander ist oder man hat beides, dann ist man eventuell sogar neutral. Sowas gibt es auch. Ja. Wenn das irgendwie unklar ist, unsicher ist, dann kann man noch einen Test machen. Und zwar, ja, oder Silber- oder Goldschmuck. Das ist ja auch so ein Tipp, ne? Wenn Goldschmuck einem am besten steht, dann ist man eher warm. Und wenn Silber am schönsten aussieht, dann ist man eher kühl. Man muss allerdings sagen, dass, ja, ein Schmuck ist ja meistens ganz, ganz klein quasi. Das macht wenig aus, irgendwie, was man tatsächlich trägt. Das kann manchmal schwierig sein zu kategorisieren, da auch wenn es um Schmuck geht. Ja, man kann ein weißes, ja, Papier oder hier habe ich ein Stoffstück am Gesicht halten. Da kann man auch gucken im Vergleich, ist das eher gelbstichig oder rosastichig. Na, gelb ist dann eher warm, rosa kalt. Das wäre eine Alternative. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, weil ich selber persönlich große Schwierigkeiten habe, festzulegen, welcher Typ ich bin. Ich bin eher neutral halt, ne? Ich habe tatsächlich gestern in einem Video gesehen, dass es den Lippenstift-Test auch gibt. Da kann man was ganz Krasses auf den Lippen auftragen. Das ist vielleicht etwas, was man normalerweise nicht machen würde, aber einfach zu sehen, was am besten aussieht. Entweder so was Knalliges, Oranges, das wäre eher warm dann natürlich. Oder etwas Pinkes. Also ich bin ja überhaupt kein Pink-Fan, deswegen habe ich kaum was Pinkes da. Aber das könnte eventuell ziemlich pink sein. Aber ich finde eher warm. Also von daher, das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Aber ja, was Pinkes, was Kühles. Das Orangene hier ist von Lavera Ruby Coral 38 und das hier ist von Alverde tatsächlich. Matte and Shiny Lipstick Kit. Ich weiß gar nicht, ob das noch da ist, aber das war mal auf jeden Fall bei Alverde zu kaufen. Und dann kann man gucken, was steht einem am besten. Vielleicht sind das echt krasse Farben, die man normalerweise nicht tragen würde, aber einfach so, ne, um zu sehen, ne, was könnte einfach mehr mein Ding sein. Was ich ganz interessant fand, was ich gestern in einem Video gesehen habe, war, dass man den Rouge-Trick auch machen kann. Also, dass man auf einer Seite des Gesichtes was ganz krasses Oranges aufträgt. Hier habe ich zum Beispiel, das ist so ein Duo, aber die Seite hier ist richtig krass orange. Das ist Trended Up Nummer 10, nennt sich das einfach. Dass man praktisch swatcht, also nicht mit einem Pinsel, sondern so richtig mit dem Finger da reingeht und dann einfach so richtig, richtig heftig, kräftig auftragen auf eine Seite des Gesichtes.
Ohne Spiegel allerdings. Man soll es vorher, also am Anfang, nicht sehen. Und was ganz kühl ist auf der anderen Seite, so richtig ja, rosa, ne? Das ist wirklich so kühl rosa hier, ne? Von River Loves Me. Das ist 08 Glamorous Rose, habe ich da. Auch richtig krass mit dem Finger reingehen und dann so wie ein, bei einem Clown im Grunde, so einfach hier oben drauf. Und dann hat man da zwei Flecken quasi, dann geht man zum Spiegel, Augen so zum Spiegel und dann die Augen aufmachen und dann gucken, was man im ersten Moment sieht. Und das, was man sieht oder was einem auffällt im ersten Moment, das ist meistens das, was einem nicht steht. Weil die andere Farbe ja verbindet sich mehr mit der Haut, das wirkt einfach natürlicher, harmonischer irgendwie. Und das, was so krass auffällt, das steht einem meistens nicht. Na, also ja, entweder kalt oder warm dann halt, ne? Okay, fangen wir an mit der Foundation. Also ich habe schon ein Video gemacht über Foundations, kann ich unten verlinken. Deswegen erwähne ich das ganz kurz nur. Ja, und zwar ist es ganz wichtig, dass man praktisch den richtigen Ton trifft, auch wenn es um Wärme und Kälte oder Kühlheit geht. Und zwar am besten guckt man einfach hier, man macht so einen Strich mit der Foundation, vom Gesicht runter zum Hals. Und wenn die Foundation relativ unsichtbar ist, dann hat man praktisch den richtigen Ton getroffen. Diejenigen, die wirklich warme Typen sind von euch, also ihr habt Glück, weil die meisten, also das meiste Make-up überhaupt, nicht nur Foundation, sondern alles im Grunde in der Drogerie, fast alles ist warm. Also das sind warme Turner im Grunde vorwiegend. Deswegen habe ich persönlich echt Schwierigkeiten, irgendwas Gutes für mich zu finden, weil ich bin eher neutral. Aber das ist ein anderes Thema. Also es geht jetzt wirklich um den warmen Hautton. Und da, wie gesagt, gibt es so viele schöne Foundations mit einem Gelbstich. Also die Foundation sollte gelbstichig sein, nicht rosastichig. Die einzige Marke in der Drogerie auf jeden Fall, die wirklich auch schreibt, warm oder kühl, ist L'Oreal. Die schreiben dann W für warm und C für cool und dann N gibt es auch dann neutral. Das ist vielleicht ein guter Tipp, aber wie gesagt, vorwiegend sind die Foundations von jeder Marke im Grunde warm. Und Bronzer überspringe ich tatsächlich, das hatte ich glaube ich am Anfang erwähnt, weil die meisten Bronzer oder alle Bronzer sind einfach warm vom Ton her. Weil wenn man was Kühles hat, dann ist es eher ein Contouring-Produkt. Deswegen, Bronzer ist warm, ne? Da natürlich kann man sich so ein bisschen nach der Haarfarbe richten, wenn es um Bronzer geht. Da gibt es natürlich verschiedene ja, Varianten oder Nuancen, das bespreche ich vielleicht mal in einem separaten Video. Aber wenn man überhaupt auf Bronzer vielleicht verzichten möchte, wenn man schon sonnengebräunt ist, dann kann man so einen Blush-Bronzer verwenden. Das habe ich, glaube ich, nun, ja oder doch, das habe ich einmal erwähnt tatsächlich. Und zwar Ilia hat ein super tolles Produkt. Das ist so ein rot-braunes Produkt. Das ist so ein Multi-Use-Pigment, so nennt sich das. Kann man überall im Grunde auf den Lippen, auch Augen, was weiß ich, auftragen. Aber es ist wunderschön auf den Wangen. Ihr seht, das ist sehr, sehr, ja, eine starke Farbe. Aber das verwischt, das ist so, 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 so schön, wenn man sonnengebräunt ist. Bei einem hellen Teint oder mittleren Teint und dunklen Teint sieht das hervorragend aus. Natürlich passt es überhaupt nicht zu einem sehr, sehr blassen Teint, aber wenn man sonnengebräunt ist, dann sieht das super aus. Sehr, sehr frisch. Und ich habe noch zwei, die auch ganz, ganz toll ist, quasi als Bronzerersatz. Alles warme Farben. Wie gesagt, das meiste ist sowieso warm in der Drogerie. Das hier ist von Trend It Up und zwar 20, ja, nennt sich einfach 20. Das ist so ein Duo-Produkt. Das ist sehr, sehr peachy oder Apricot, aber die Farbe hier, das ist so eine ganz tolle rote Farbe. So, ja, das ist ja ein Blush, aber auch sehr, so ein bisschen bräunlich halt, ne? Ja, passt auch ganz, ganz toll, wenn man halt gebräunt ist, was ich im Moment nicht bin, ne? Deswegen ist das total krass auf meiner Haut jetzt, ne? Aber wie gesagt, im Sommer ganz, ganz toll. Und ein weiterer Blush-Bronzer, nenne ich das einfach, ist von Lavera, auch wunderschön, nennt sich Plum Blossom 02. Das ist auch so eine
Also ja, Naturkosmetik ist nicht ganz so stark pigmentiert, muss man sagen, ne? Muss man so ein bisschen extra drauf tun, ne? Aber das wäre dann, ja, sieht man kaum, ne? Im Ringlicht hier, ne? Aber es ist wirklich ein ganz toller Ton für eine gebräunte Haut. Das verstärkt einfach so die roten Pigmente so in der Haut, ne? Was man so hat, und echt ein Tipp. Das war wie gesagt bei einer sonnengebräunten Haut, das sieht einfach bam aus, ne? Also total frisch. Grundsätzlich aber sagt man, dass bei einem warmen Hautton empfiehlt sich einfach Peachy, Aprikofarben auf den Wangen, das sieht einfach super schön aus. Das verstärkt einfach so die, man hat einfach viele, wenn man ein warmer Typ ist, viele orangenen Pigmente irgendwie im Haut, und das ja verstärkt alles und es sieht einfach so frisch aus. Oder halt, wenn man kühl ist, dann ist es eher rosa, ne? Und das ist so ein bisschen ein Berufsschaden bei mir, dass ich immer gucke, sofort wenn ich eine Person sehe, dann überlege ich immer als erstes, ne, was für Rouge, ne? Entweder Aprikos, Peach oder rosa, ne? Das ist so mein Denken, ne? Das kann man wirklich immer im Kopf haben, ne? Deswegen, was ich eben auch als Test vorgeschlagen habe, ne? Entweder Peach oder rosa, ne? Aber es kann auch so sein, dass die Haut so blass ist, also wirklich kaum Pigmente da sind, und dann sieht Peach und Aprikos also wirklich total orange aus und wirklich zu bunt, muss man wirklich sagen. Es gibt wirklich Fälle, wo ein Rouge überhaupt nicht nötig ist oder schmeichelnd ist, und dass man da einfach nur Bronzer, also wirklich einen neutralen Bronzer trägt. Das sieht wirklich klasse aus und es ist nicht immer nötig mit Rouge. Aber wenn man unbedingt Rouge haben möchte, dann gibt es so natürlich auch da so Mischvarianten quasi, ne? Das ist auch so im Grunde ein, hier was ich sage, jetzt zwei, ja, Blush-Bronzer, wenn man so will. Das sind offizielle Blushes, aber die sind so braun, dass sie im Grunde ja wie ein Bronzer sind, ne? Und das wäre zum Beispiel hier von Revealoop, Rouge Powder nennt sich das, 03 Cinnamon. Ja, Zimt im Grunde, ne? Also das ist so eine schöne braune Farbe. Da muss man gucken, ne? Wenn man sehr, sehr blass ist, dann ist das auch zu bunt, sagen wir mal, ne? Aber wenn ein bisschen bräuner da bei einem mittleren Hautton, dann ist das sehr, sehr, sehr frisch. Und da muss man einfach gucken, entweder wie ein Bronzer oder wie ein Contouring im Grunde, so ein bisschen unten drunter hier auftragen oder direkt auf den Wangen. Aber das hat auch mit der Gesichtsform zu tun und so. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe und das hier ist wesentlich neutraler, also nicht so auffällig, nicht so bunt, sagen wir mal, sondern wirklich wie ein, ja, wie sonnengebräunte Haut. Sieht man wahrscheinlich hier kaum, ne? Aber das ist sehr, sehr frisch. Eher so beige-braun mit ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Peach drin, würde ich sagen. Das ist von Nui und zwar Amaya. Ganz, ganz toll. Tolles Rouge. Wenn man einen blassen Teint hat und man hat das Gefühl, dass ein Bronzer nicht ganz ausreicht irgendwie, man möchte ein bisschen frischer, dann kann man tatsächlich was Kühles auftragen, obwohl man einen warmen Hautton hat, einfach was Rosanes. Das empfiehlt sich wirklich bei sehr blassen Hauttönen, weil es einfach nur durchblutet aussieht, weil Orange oder also Peach hat, ne? Das sieht zu orange aus oft, ne? Deswegen, dann kann man einfach was Rosanes dahin zaubern. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das sieht, das kann wirklich sehr frisch aussehen. Natürlich nur ein Hauch, ne? Und das ist hier von Essence Nummer 10 Befitting. Nennt sich diese Farbe, die ist wirklich toll, muss ich sagen. Also nicht so grellrosa, sondern so ein bisschen nude irgendwie, finde ich, ne? Das ist wirklich ein Tipp. Also, dann haben wir sonnengebräunte Haut besprochen und auch eine sehr blasse Haut besprochen. Und dann kommen wir zum mittleren Hautton quasi. Ne? Da kann man sich natürlich austoben mit Aprikos und Peach und so weiter. Das sieht einfach klasse aus. Ich habe hier, ja, das ist schon ein Zwischending. So ein bisschen rosaner Touch ist auch drin, aber vorwiegend Peach. Sehr, sehr schön. Das ist von Alterra und zwar 08 Peachy nennt sich das einfach. Es sieht einfach klasse aus. Also ich bin ja, wie gesagt, neutral. Also bei mir ist es jetzt nicht ein super Effekt, aber da, wenn man einen warmen, wirklich echten warmen Hautton hat, dann ist es wirklich super. Oder hier, das ist etwas dunkler, würde ich sagen. Ein ganz kleines bisschen dunkler, auch so ein bisschen nude, rosa Peach, aber vorwiegend Peach halt, ne?
Sieht sehr schön aus. Das ist Riva de Loup Rouge Powder 02 Hibiskus. Also das ist echt auch eine ganz tolle Farbe. Das hier ist etwas dunkler, würde ich sagen. Das eignet sich eventuell für einen mittleren bis einen dunkleren Hautton. Von Annabelle Minerals habe ich mal zugeschickt bekommen. Das ist in Mineralpuderform, aber auch wunderschön. Sehr glowy auch, ne? Und wenn man da, ach, weiß ich nicht, warte mal, dann mache ich anders. Die haben echt tolle Produkte. Das strahlt wie Gold irgendwie. Weiß ich nicht, ob das rüberkommt, aber ein sehr schönes Produkt. Ich verlinke natürlich alles unten, das ist klar, dass das möglich ist zu verlinken. Und ja, das ist wie gesagt so ein bisschen Peach-Aprikone, wenn man so einen normalen, ja, mittleren Hautton hat, halt, ne? Kommen wir zu Lidschatten. Da kann man sich meiner Meinung nach austoben, wie man möchte, egal ob man jetzt warme oder kalte Farben verwendet. Übrigens, das versuche ich in vielen Videos zu sagen, das habe ich bis jetzt nicht gesagt, das ist natürlich alles eine Interpretationssache und Geschmackssache. Also Make-up ist generell immer einfach eine Kreativität und eine Art, sich auszudrücken. Das kommt einfach auf die Persönlichkeit drauf an und. Deswegen, es sind ja keine Gesetze, was ich hier erzähle, sondern einfach nur meine Meinung oder meine Interpretation gerade jetzt so ungefähr, ne? Aber ich hoffe, dass ich einfach so ein bisschen Inspiration geben kann. Und wie gesagt, Lidschatten, weil es eben auch so ein ganz kleiner Teil im Gesicht ist, fällt es, sagen wir mal, nicht auf oder es stört nicht, wenn es einfach, sagen wir mal, die falsche Temperatur hat. Das ist völlig egal, meiner Meinung nach. Und man muss auch sagen, wenn man sehr viel warme Farben im Gesicht verwendet, dann ist das ja eine nette Unterbrechung auch mit was Kühlem halt, ne? Von daher, ja, also, aber wenn man was Warmes verwenden möchte, das hier habe ich ja schon mal gezeigt von Catrice, Limited Edition, aber ich war gestern in der Drogerie, die haben noch die Palette, finde ich super nett, nennt sich einfach Advent Beauty Gift Shop, also das war quasi vor Weihnachten ist das rausgekommen. Ganz tolle warme Farben, also für blaue Augen und einen warmen Hautton, wow, einfach, ne? Das ist so ein bisschen Hautfarbe, ja, so rosa Peach, ne? Und das ist dann eher sehr Peach und gute Pigmentierung, muss ich sagen, ja, alle Farben, außer diese Farbe, die ist nicht so ganz pigmentiert, ne? Aber sonst tolle Pigmentierung. Und auch diese Bordeaux-Farbe hier, wunderschön, wenn man was Dunkles haben möchte. Und zwei, ja, also die Farbe gefällt mir jetzt nicht so super, aber die hier ist super pigmentiert und einfach so eine goldene, bronzene Farbe, irgendwie super nett. Und wie gesagt, wenn man halt stattdessen mit kühlen Farben arbeiten möchte, wie gesagt, auch je nach Augenfarbe finde ich, ne, was einem da am meisten schmeichelt, dann ist diese Palette hier von Catrice, Vintage Soul, habe ich ja ein Video von gemacht, finde ich super die Palette. Da sind mehrere kühle, also fast nur kühle Farben, finde ich. So, ja, Vintage, also so Nude, Taupe, das ist mir so Taupe, ne? Und ein Bordeaux ist auch dabei, oder mehrere im Grunde, ne? In verschiedenen Variationen und ein paar Schimmerfarben. Ja, das ist wirklich eine sehr nette Palette. Aber wie gesagt, da muss man nicht unbedingt was Warmes, finde ich, auf den Augen haben. Weiter zu den Lippen. Es bietet sich teilweise tatsächlich an, mit was Kühlem oder Neutralem zu unterbrechen, quasi, ne? Um da so ein Statement zu machen. Und da, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Drogerie hat ganz wenig kühle Töne, wenn es um Lippenstifte geht. Oder wie gesagt, das meiste generell ist einfach warm in der Drogerie. Aber wie gesagt, hier habe ich was von Make-up Coach. Das finde ich ist relativ neutral. Das ist. Nennt sich einfach Rosenholz, ne? Das finde ich ist relativ neutral. Das ist echt ein Tipp. Das ist sehr schön. Und man sagt generell für, ja, hellhäutige Menschen ist das schön mit Peach dann halt, ne? Also warmes auf den Lippen. Man sieht allerdings sehr viel, ist also Rosa Nude sehr beliebt. Da hätte ich zum Beispiel etwas hier von L'Oreal, das ist die Nummer 658. Das ist so eher rosa, würde ich sagen. Rosa Nude mit einem Touch Peach, das ist echt eine schöne Farbe.
Das kann ich wirklich empfehlen. Sonst habe ich, glaube ich, mir so eine Nude Peach Farbe hier. Das wäre Nummer 06 Terra von Alterra. Das ist ein bisschen mehr, ja, ein bisschen kräftiger auch und ein bisschen, ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen rosastichig. Also Mischung zwischen Rosa und Peach. Das sind wirklich zwei wunderschöne Peach Nude Farben, so wollte ich das sagen. Ja, wunderschön. Wenn man es etwas kräftiger haben möchte, wenn man vielleicht eher so mittelblond ist oder braune Haare hat, dann ist 07 Prime Rose von Alverde sehr, sehr schön. Das ist eine Art Nude oder wie die Lippen aber besser, wie auch immer, wie man das nennen möchte. Bisschen wärmer dann halt im Ton. Ne? Das ist dann nicht ganz so neutral, sondern wirklich eher warm. Sehr, sehr schön. Wenn man was Rotes haben möchte, kann ich 01 Red Kiss empfehlen von Alterra. Das ist echt eine tolle Farbe. Wenn man sonnengebräunt ist, wow, ne? Und einen warmen Hautton. Also echt klasse. Das ist einfach ein bisschen orange-stichig, also nicht ganz Classic Red, aber wirklich edel. Also es sieht echt nicht orange aus auf den Lippen, sondern genau passend einfach. Ja, das ist echt ein Tipp. Ja, ich denke, ich habe das Nötigste erwähnt, was ich erwähnen wollte. Also zusammenfassend würde ich sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den richtigen Foundation-Ton trifft und Blush. Blush ist auch wirklich sehr wichtig, dass man da was Schmeichelndes findet für sich. Und sonst bei Lidschatten und Lippenstift, da finde ich, ist das so, ja, da kann man wirklich spielen mit den Farben, wie man das möchte, wie man Lust und Laune hat. Ja, ich denke, also wenn dieses Video gut ankommt, dann würde ich ganz gerne auch ein Video machen über den kühlen Hautton, ganz klar, aber auch den neutralen Hautton. Und was ganz interessant ist, dass es auch so softe Typen gibt, und zwar, wo man sehr viel Grauanteil hat, wo Farben oft einfach zu klar sind, zu bunt sind. Also ich gehöre nämlich dazu. Ich habe übrigens auch überhaupt nicht den richtigen Pullover an, weil ja, mein Gesicht wird total blass davon, ne? Also viel zu dunkel für mich. Ne? Nur nebenbei erwähnt halt, ne? Also ich kämpfe jetzt damit, dass ich so blass aussehe. Egal. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration auf jeden Fall bekommen, ein paar Ideen, einfach so, ne? Wie gesagt, das ist alles Geschmackssache, das ist ganz, ganz klar. Und nur Richtlinien, keine Gesetze hier. Ja, mach's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.